Hallo, hier ist Innenredakteur Ralf Blau. Ich möchte Ihnen jetzt kurz das französische Trennungsdrama Die Ökonomie der Liebe vorstellen. Es geht um ein Paar, das sich trennen möchte. Die beiden haben zwei Kinder, Zwillinge, so ungefähr, ich glaube, 7, 8 Jahre sind die beiden alt. Das Besondere an der Situation, er hat nicht so richtig viel Geld, das heißt, er lebt noch zu Hause bei seiner Familie. Dadurch entsteht eine gewisse Anspannung, Streitsituationen, die sich zum Teil um so alltägliche Dinge drehen, wie wer hat was eingekauft, aus dem Kühlschrank genommen. Es geht aber auch viel ums Geld, weil die Frage ist, wem gehört eigentlich das Haus, in dem die wohnen. Sie hat das Haus gekauft, größtenteils mit dem Geld ihrer Eltern. Er hat es ziemlich aufwendig renoviert, beansprucht nun fast die Hälfte dieses Hauses, was sie ihm aber nicht zubilligen will. Und eigentlich streiten sie jeden Tag wieder darum, wie eigentlich das auseinanderdividiert werden soll. Die Mutter kommt manchmal dazu, versucht den Streit zu schlichten, was nicht so richtig funktioniert. Das Besondere filmisch an der Situation ist, dass die Personen dieses Haus und den Hof vor diesem Haus eigentlich nie verlassen. Das heißt, der Zuschauer ist so ein bisschen wie so ein Beobachter in diesem Haus, der diesen Streit verfolgt und der diese Situation verfolgt. Die Kamera bewegt sich eigentlich auch kaum, schwenkt mal von links nach rechts, folgt den Figuren durch die verschiedenen Zimmer, allerdings auch eher durch so unterschiedliche Brennweiten, bewegt sich eigentlich nicht. Dadurch hat die ganze Geschichte betont eigentlich so das Statische und das Ausweglose dieser Situation. Das ist einerseits filmisch sehr konsequent, andererseits für den Zuschauer auch ein bisschen ermüdend. Also wenn Sie selber so ein paar Anregungen brauchen, wie gehe ich mit so Beziehungskonflikten um, wie sollte man es vielleicht auch eher nicht machen, ist es vielleicht ganz anregend. Ansonsten als Kinobesuch denke ich auf Dauer ein bisschen zermürbend und vielleicht auch ein bisschen ermüdend.